Wir sehen hier den sogenannten von Neumann-Zyklus. Er besteht aus 5 Phasen, die immer wieder durchlaufen werden. Nach dem Start gelangt man zunächst in die Fetch-Phase. Daran anschließend Decode und Fetch-Operands. Es geht weiter mit Execute und zum Schluss Write-Back, bevor es wieder vorne anfängt. Und hier sehen wir die uns bereits bekannte Arbeitsweise des Steuerwerks, was ebenfalls einen Zyklus darstellt. Wir werden einmal versuchen, den von Neumann-Zyklus in diesem Zyklus der Arbeitsweise des Steuerwerks wiederzufinden. Die ersten beiden Punkte der Arbeitsweise, nämlich das Senden der Adresse des aktuellen Befehls sowie das Empfangen des aktuellen Befehls vom Speicherwerk, können wir der Fetch-Phase des von Neumann-Zyklus zuordnen. Die Decode-Phase umfasst wiederum 2 Schritte unserer Arbeitsweise, nämlich das Analysieren des aktuellen Befehls inklusive des Treffens von Vorbereitungen für die spätere Ausführung und die Erhöhung des Programmzählers um 1. Die Phase Fetch Operands finden wir fast als wörtliche Übersetzung in unserer Arbeitsweise wieder. Rufe zusätzlich benötigte Operanden ab. Im von Neumann-Zyklus gibt es dann die Execute-Phase und wir erinnern uns daran, dass für unser Steuerwerk galt, entweder kann das Steuerwerk den Befehl direkt selbst ausführen oder aber es beauftragt jemand anderen, zum Beispiel das Rechenwerk, mit der jeweiligen Ausführung. Und da auch Write-Back fast als wörtliche Übersetzung wieder zu finden ist, nämlich schreibe das Ergebnis des aktuellen Befehls zurück, ist klar, dass der von Neumann-Zyklus sich direkt in der Arbeitsweise unseres Steuerwerks wiederfinden lässt. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn es ist ja das Steuerwerk eines Rechners, der nach der von Neumann-Architektur gebaut wurde.